Herzlich willkommen zurück zu unserem Phasmophobia Let's Play zusammen mit Hisky LP, Buggy Bird und Santabot aka Anju. Ja, in der letzten Folge haben wir ja einen Job eigentlich ganz gut erledigt, einen weniger, und jetzt haben wir das Bestreben, alles gut zu machen. Ne? Das Bestreben habe ich immer. Ja, natürlich. Die wissen, wie das gemeint ist, da bin ich mir ganz sicher. So, wir sind wieder zurück. Thermometer haben wir nicht. Shit. Oh, das habe ich vergessen. Oh. Das ist blöd. Wir sind wieder zurück zu dem Haus von der ersten Folge, ne? Wenn ihr noch Bescheid wisst. Also, wir haben Maria Marti. Ja. Was? Ach so. Der scheint auf Personen allein zu antworten. Ja. Und ja. Maria Martin. Gott. M&M's. Räucherstäbchen, hat schon jemand Räucherstäbchen? Nee. Nee. Ich leg jetzt mal mein übliches Zeug rein. Die müssen erlegen. Ja. Ja, okay. Ist schon irgendwer drin, Hisky wahrscheinlich. Ja. Ja. Läuft. Hisky hat auch kein Licht angemacht. Wieder so typisch. Hallo, Strom sparen. Wo bist du? Wie hieß du nochmal? Maria, ja. Maria! Schade, der Schädel ist nicht mehr hier. Oh. Nee, der war in einem anderen Zimmer. Huch! Boah, ich renne immer ständig gegen die Wand. Das ist nicht mehr normal. Ich mag den Boden, der fängt einen immer auf. Egal wie tief man fliegt. Gib uns ein Zeichen! Nein, mach's bitte nicht. Ich will nicht wieder drin sterben. Toll, toll, danke. Der hat ein Zeichen gegeben, indem er das Licht flackern lassen hat. Ja, der hat auch selber die Lichtschalter umgelegt. Mhm. Ja. Tschö. Guck mal gleich rein, einmal kurz. Nee, komplett aus, also. Ja, Aktivität war auf Stufe 3 oder Stärke 3. Wo ist denn nochmal? Du bist ja schon sehr flott, Maria. Ich hab mal wieder Licht angemacht. Kannst du bitte mit der Geisterbox reden? Das würde uns helfen, die Beweise zu sammeln, ja? Das ist, wollen hat diesmal eine gute Folge ablegen? UV-Taschenlampe vielleicht? Denn ja, hab ich. Wegen Fingerabdrücke oder so schon mal? Ich hätte die Fotokamera für... Wo bist du? Rede mit mir. Oder mit uns. Du kannst auch nur mit mir reden, ist auch okay. Warum machst du immer das Licht aus? Was. Test, okay. Test, 1, 2, 1, 2. Sagt sie erstmal herrlich. Warum ist hier Licht an, danke? Sie bis jetzt noch wo keine... bist du gestorben? Gibt's den Ultra-Board? Ich hab ja Geisterbox. Ich hab ja Geisterbox und dann antwortet sie vielleicht auch über Geisterbox. Eventuell. Ich höre was. Ja, den Ventilator. Hast du ihn angeschaltet? Das ist automatisch mit Licht. Ah, stimmt. Problem. Okay. Gut. Ich geh mal runter in den Keller. Wer baut sich einen Keller und hat den Lichtschalter erst unten? Ne? Wer ist so doof? Gib uns ein Zeichen. Wahrscheinlich ist Zeichen. Der Geist auch deswegen gestorben. Oh, Licht schon wieder aus. Ja. Na, die hier. Hier ist irgendwas, hier ist ein Löffel. Die ist bestimmt, die schmeißt mit Löffeln und so. Echt? Löffel? Ja. Ah, immerhin. Könnte ein Zeichen sein, ne? Ja, Geisteraktivität. Ja, ich habe ich mal ein Foto von gemacht. Rede mit mir! Irgendwo. Ich sehe keine Fingerabdrücke. Okay. Wo bist du? Das Geräusch, ey, von diesen komischen. Tut mir leid. Ich bin das mit dem. Ich würde das ja gerne irgendwo hinlegen, aber. Erstmal müssen wir wissen, ja, wo sie wäre. Hätte ich das Thermometer dabei, da würde es viel. Hier ist eine Tasse auf dem Boden, die schmeißt mit Gegenständen herum. Ich hab grad irgendwas grün gesehen, aber kann auch. Hier vielleicht in der Küche? Nee, das war der Dots. Wie hat man die Dots hier hingehängt?
würde ja sagen, die ist in der Küche. Warum? Weil da, weil die ganze Zeit Tassen und Löffel und so runterfliegen. Ah. Ach so. Die ist 100 Pro, ist die mit Gegenständen, so voll der. Soll ich sonst hier vielleicht das Buch auch platzieren? Ja, mach schon mal. Oh, das ich mach mal grad, wir können ja mal probeweise leg ich das. Hab ich nämlich mal. Ach, ich hab das Buch. Hä? Ja. Warte, ach so. Jo. Schreib bitte in das Buch. Ich geh jetzt weg. Tschö. Ja, hier ist auch doof. Ja, hier ist gut. Wie der Charakter immer nach zwei Schritten dann sofort. Wir brauchen ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Was war es nochmal? Räucherstäbchen? Nicht das Licht flackern lassen. Gib mir ein Zeichen. Ein anderes Zeichen, bitte. Schreib was ins Buch. Kusch dich. Kusch. Nur alleine, ne? Nicht vergessen. Gestreifte Person. Ja, kurz ein Van. Muss immer merken, dass es immer noch buggy ist. Gestreift. Gib mir ein Zeichen. Schreib ist nicht gestreift für mich. Das Feuerzeug? Hat das jemand? Ich hab nee. Ich hab es. Ich hab es, glaube ich. Oder? Sprich mit mir. Ich hab Feuerzeug. Würde ich mal die Kerze irgendwo aufstellen? Ja. Maria, ist das dein Großvater? Also kann die ich eigentlich jetzt, ist kann ich die Kerze so anmachen? Gib mir ein Zeichen. Ich muss die irgendwo hinstellen und dann kannst du die anzünden. Okay. Den ich hab Videokamera. Oder? Mach mir ein Sandwich. Hat jemand schon Räucherstäbchen mitgenommen? Nee, ich glaube, einer liegt auf dem Boden und einer liegt... Ah, ja. Sprich mit mir. Gib mir ein Zeichen. Maria, ganz kurz, Hiski, ich weiß, du bist voll in dem Flow, aber ich stell mal ganz kurz eine Videokamera hier auf. So. Wollte ich dir gerade was anderes machen? Nein. Oh Gott, immer die falsche Taste. So. So. Hier steht die Kerze. Warte. Wie mache ich das denn? Einfach, Ja, hab ich. Ja. So. Kannst du die Kerze ausblasen? Ich höre was. Ich hätte noch einen zweiten Camcorder, vielleicht noch irgendwo anders. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Wie auf dem Tisch dann? Ja, hat jemand Salz? Nee, ich glaube gerade nicht dabei. Nee. Wo soll ich die platzieren? Camcorder? Hier? Hier auf dem Tisch. Habe ich hier irgendwas hier an? Und einfach Richtung andere zum anderen Camcorder dann gucken lassen. So, ja? Ja. Soll ich das Buch anzünden? Geht nicht. Stimmt, ich könnte mal. Vielleicht ist sie doch woanders. Vielleicht war meine Vermutung mit der Küche nicht so ganz richtig. Gib mir ein Zeichen. Möchtest du mich heiraten? Direkt rausschmeißen. Direkt Geisteraktivität 10. Ach, zumindest auf 3 oder so. Ja. Ich hab Räuchstäbchen, gut. Maria, rede mit mir. Gib mir ein Zeichen. Kannst du die Kerze ausblasen? Ich mach mal gerade Nachtsicht, Buggy. Ach ja, für Nachtsicht muss man auch die örtlichen Lichter ausschalten. Hiski, du bist bestimmt so mutig und schaltest die Lichter aus mal kurz, sie oder? Sie hat es automatisch gemacht. Also. Gib mir ein Zeichen. Rede mit mir. Sprich mit mir, bitte. Ich habe Angst. Mein Herz flackert. Flattert. Flackert? Sprich mit mir. Hier? Gib mir ein Zeichen. Maria, rede mit mir. War doch Maria, ne? Ja. Ja. Maria, aber vielleicht Maria. Musst du den Nachnamen auch noch nennen. Der hat die Kerze ausgegangen. Oder ausgeblasen, ich weiß gut, nicht. Was hilft uns das? Also wir können das nicht in Beweisen eintragen, ne? Das ist blöd. Nö. Bringt ja auch nichts, weil, ne? Das EMF ging auch nicht höher. Ja, wir bräuchten echt das Thermometer. Das ist blöd. Hast du wieder irgendwas runtergeschmissen? Poltergeist dann? Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich gehört. Angst. Du wolltest ja unbedingt Maria, reden mit mir. Gib mir ein Zeichen. Sprich mit mir. Schreib was ins Buch. Also für Poltergeist müssten wir die Geisterbox als Beweis haben, Fingerabdrücke und Geisterbuch. Ja. Nach Fingerabdrücken gesucht. Gib mir ein Zeichen. Sprich mit mir. Ich war ja ganz mit der Box da unterwegs. Vielleicht ist es der falsche Raum. Gib uns ein Zeichen. Und das mit dem Werfen, das würde auch auf Poltergeist passen. Ist 100 Pro der falsche Raum.
Ich hoffe, dir macht es nicht aus, wenn ich gleich niese. Ich bin tot. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Sehr unhöflicher Geist. Wünsche ich mir Gesundheit. Hey. Eben war die Aktivität mal ganz kurz, mal kurz auf 5. Ne? Oh, Salz, ne? Okay. Aber nicht bei mir, waren die definitiv nicht bei mir, die 5. Also es ist ja anscheinend doch der falsche Raum. Ja, tut mir leid, dann habe ich falsche. Okay. Maria, gib mir ein Zeichen. Entschuldigung. Maria, sprich also mit ich mir. Kann auch auf der Kamera auf jeden Fall nichts. Und da brust sie dann hier, weil es gibt keine Räume mehr. Wie war der Nachname von... Ah, hier. Ah, shit. Ja, die war direkt vor mir. Die war vor mir. Ja, ich hab's gesehen. Okay, wir haben den Raum gefunden, glaube ich. Wie sieht die aus? Wie eine Frau. Groß. Menschlich. Ja. Menschlich. Maria Martin war übrigens der Name. Ja, danke. Oh, wir haben, glaube ich, schon genug getriggert. Ja, ich habe einfach mal Feuerzeug angemacht vor lauter. Aber das EMF war nur auf 4, das war nicht auf 5. Ne, die hat uns nur kurz besucht. Das 100% ist Poltergeist. Aber wir müssen die ganzen Sachen rüberschieben. Leute, wir brauchen euch, weil die kommt nur, wenn wir alleine sind, ne? Ja. Ach nee, die macht schon wieder Licht aus. Ah. Okay, dann nehme ich das mit. Ich mach wieder Licht an. So. Bitteschön. Dankeschön. Da kann ich nicht tragen. Ich hab irgendwas im Hals. Versuch mal so. Kamera, den Camcorder kann ich. Ach so, ich bin schon voll, deswegen kann ich den nicht nehmen. Hä? Okay, ja, wieso kann ich nicht? Ach so. Das war hier, ne? Ja. Das war definitiv hier. Okay, mach wieder. Falscher Raum. Wo bin ich denn? Hä? Wo war das jetzt nochmal? Hä? Ach, da. Ja, hier, genau. Hier war das. So, aber. Ja, gut, die war hinter uns. Das ist lichtrot. Im Badezimmer. Hä? Nö. Im Badezimmer. Doch, hier. Ja, irgendwas ist hier rot, irgendwas. Wo soll ich das denn hinstellen? Badezimmer oder hier? Das ist ja bestimmt sehr penibel, was Lokalität angeht und so. Cooles Käppi, Maria. Komm. Schreib bitte ins Buch. Wo ist die Geisterbox? Ja, die Geisterbox liegt wahrscheinlich noch da. So. Ich hole sie mal schnell. Okay. Also Aktivität ist jetzt wieder auf 0, vorher war sie auf 4. Hä? Kommt das Holzbündel daher? Das ist hier Räucherstäbchen. Das hab ich. Okay. Bring noch deine Kaffeetasse mit, Maria, die du hast fallen lassen. Aber hier ist definitiv kein. Falscher Weg. Sind wir da? Da? Nee, das ist das Bad. Immer da rein. Hier, Kaffeetasse. Haben wir da jetzt in der Küche noch was liegen? Schreib bitte ins Buch. That would be very important. Mach das bitte nicht zu Hause nach. Das Waschbecken ist voll, ne? Glaube ich. Ach, ich hab. Ja, warte. Ich kann das ruhig hinstellen. Okay. Warte. So. Direkt auf dem Laptop, beste Position. Und vielleicht die Räucherstäbchen anzünden. Haben wir Geisterbox jetzt irgendwo? So, die Kamera direkt hier hin. Wo ist denn die Geisterbox hin? Nicht Mauslassen, keine Ahnung. Okay. Ist nur 4. Hm. Aber die war kurz da, ne? Die ist nicht so aggressiv. Ja, oha. Stufe 10 war's. Also im Van liegt Salz, die Kamera, also die Fotokamera und noch so ein Teil mit einem orangen Bildschirm. Da weiß ich jetzt gar nicht. Helfen und die Tür aufmachen? Dankeschön. Was das ist? Das ist. Das war's nochmal. Hilfe! Ah, jetzt. Die Geisterbox. Wir haben übrigens Fingerabdrücke, ne? Haben wo? Fingerabdrücke an der Badezimmertür. Oh. Dann bringe ich die Kamera mit. Aber EMF ist nur auf 4 gegangen. Es geht nicht auf 5. Aber das also, die Aktivität hier im Van war auf 10. Ja, das EMF geht. Das 100% ist das Poltergeist. 100%. Ich hab die Geisterbox. Ja. Oh Gott. Ich hab die Cam. Die genau, Fotokamera. Geisterbox bitte da. Also, Fingerabdrücke haben wir jetzt, ne? Habt ihr die auch fotografiert?
Wer hat die Fotokamera? Ich hab die. EMF-Ebene 5 kommt einfach nicht ran. Ne? Kommt einfach nicht. Ja, dann ist es wahrscheinlich Poltergeist. Huch, danke schön für das Bild. Oh, Entschuldigung. So, wo waren jetzt die, die Fingerabdrücke? Hier an der, warte, das war, als wir die Tür zu hatten, ein bisschen. Hat man das von, keine Ahnung wieso, von unserer Seite auch aus gesehen, warte. Ach, die ist hier. Okay. Sprich mit uns. Wer bist du? Ach, da ist Siski. Wie alt bist du? Da ist sie. Ah ja. So. Also Finger. Leg das doch hier hinten neben dem Büchlein. Einfach mit G. Versuchen wir. Ja, genau. Also wir haben jetzt noch zur Auswahl Poltergeist, Dämon, Banshee, Hantu und Phantom. Wer bist du? Ich glaube, das spricht man Banshee aus. Soll ich mal alleine mit ihr sein und mit ihr sprechen? Weil die muss ja Geisterbox, wenn es Poltergeist ist. Ja, ja, okay, viel Spaß. Ich habe nur die Räucherstäbchen nicht mehr. Ich wollte die Räucherstäbchen haben, na gut. Sprich mit mir. Aber die lagen doch da irgendwo. Ihr sollt mich nicht stören. Ja. Die Räucherstäbchen, ach, die lagen. Ach, danke schön. Danke. Hä? Was hast du mit der Tür gemacht? Die ist kurz... Hä? Die ist kurz aus den Angeln gehoben worden. Was? Okay, bei wer mir bist nicht. Du? Leute. Hallo. Ich möchte alleine sein. Ja, jetzt Toilette, bitte. Okay. Wo bist du? Also aktuell ist die Aktivität auf Null. Sprich mit mir, bitte. Du flackerst, das ist schön. Kannst du mit mir sprechen? Wie alt bist du? Gib uns ein Zeichen. Maria, wie hieß die nochmal? Maria Martin. Bist du hier? Och, Hiski, nicht du. Du musst das Licht aufmachen. Lass mich doch mit der Maria mal alleine. Ja. Mann. Maria, immer dieser Hiski, ne? So, was wollte ich dir jetzt eigentlich fragen? Wo bist du? Wo bist du gestorben? Wie bist du gestorben? Aktivität ist null. Magst wohl das Feuerzeug nicht. Wieso hast du Salz hier drin ausgeschüttet? Bist du freundlich? Das verdrückt. Bist du ein Kind? Bist du Aktivität erwachsen? Aktivität ist immer noch null. Du magst mich anscheinend nicht. Also Maria Martin. Zwei Ziele haben wir schon mal erreicht. Und zwar Räucherstäbchen und übernatürliche Ereignisse mit dem EMF-Reader entdecken oder so. Maria Martin, du hast wunderschöne Zahnbürste. Das war jetzt nur unter 25. Es gibt sehr viele Songs mit dem Namen Maria, ne? Ich muss ganz oft sagen, Maria Martin, Maria Martin, Maria Martin. Ich mach mal die Dusche an für dich, Maria. Maria Martin, sprich mit mir bitte. Maria Martin, Maria Martin. Ich möchte diesen Job heute noch zu Ende erledigen. Weißt du, es ist kalt draußen, man will nach Hause. Maria Martin? Gib mir bitte ein Zeichen, Maria. Friertemperaturen hatten wir ja auch nicht, ne? Ja, wir haben kein Thermometer. Ah, okay. Maria Martin, Maria Martin, Maria Martin, Maria Martin, Maria Martin. Bist du Hiski? Ich wollte nur gucken, ob hier aber Ausschlag kommt. Ja, ein bisschen mehr kommt. Ich stehe da direkt vor der Tür. Stufe 5 haben wir jetzt. Stufe okay, 5. Sie hat das Licht ausgeschaltet. Wie alt bist du? Warte, ich nehme das Teil mal in meine Hand. Wie alt bist du? Kurz auf 6. Ja. Wo bist du? Bist du weit weg? Bist du nah? Also Aktivität ist rein. Da auf jeden Fall, aber... Sind wir im falschen Raum?
Ich denke mal nicht, dass sie im Bad ist, sondern in dem Raum davor. Es kann doch wohl nicht sein, dass nur wie, weil wir... Okay. Ich glaube, die hat die Tür zugemacht bei mir, glaube ich. Mach bitte die Tür auf. Du musst links drücken und dann nach hinten gehen. Ach, das ist nach innen geöffnet, okay. Ja. Wo bist du? Damit hatte ich auch das Problem. Das ist ja mit dem Salz. Wenn du ein Poltergeist bist, dann bitte sprich auf jetzt hin. Bitte diese Geisterbox. Die liegt hier. Achso. Schreib bitte ins Buch. Och Mann, Maria, Martin, that's not nice. Die hat die Kerze ausgeblasen. Okay. Sag mal, kann es sein, dass ich den Geist mit Räucherstäbchen verjagt habe? Gute Frage, nicht so. Kann sein, das war auf jeden Fall eine Aufgabe. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen und die Aufgabe haben wir erfüllt. Ja, ich habe nämlich vorhin Räucherstäbchen angezündet, deswegen. Alles klar, dann habe ich ihn wohl vertrieben, tut mir leid. Maria, Martin, es tut mir leid. Ich wollte es nicht. So die Frage, aber wo könnte Maria Martin dann sein jetzt? Du bist doch meine neue Freundin. Maria Martin, bist du in der Küche? Gib mir ein Zeichen. Schmeiß mal die Vase. Maria, komm, ich leg mal das Büchlein. Wo legen wir denn so ein Büchlein hin für eine Maria? Auf das Bett? Wie ein Tagebuch? Ja, ne. Maria Martin. Huch. Ma. Okay. Sprich bitte mit mir. Huch. Maria. Nein, falsche Taste. Maria, bitte. Maria Martin. Mach was. Die Türen von dem Schrank sind jetzt auch auf hier. Von dem Schrank? Ich habe irgendwelche Schranktüren habe ich auch gemacht. Die habe ich schon aufgemacht. Ach so. Ah ja, okay. Ich kann sie wieder zumachen. Sprich bitte mit mir. Oh. Warte, hier ist irgendwas. In dem Nebenraum. Die ist hier. Geräusche habe ich gehört. Ja, ich sehe absolut. Ah, das ist eine definitiv eine Frau. Die lacht irgendwie. Ah. Ich glaube, sie ist weg. Er ist tot. Ja, ich bin tot. Anju. Ja. Okay. Du sollst, also deinen Arm auch nicht in die Wand stecken. Das ist nicht. Ich habe so ein Kindergesäusel gehört. Ja, ich auch. Das habe ich nicht gehört. Das war auf jeden Fall eine sehr große Frau. Irgendwie so, hahaha, so ganz leise. Ich guck nochmal ins Journal. Also, wie gesagt, EMF geht einfach nicht auf 5 hoch. Poltergeist. Ah, blind. Banshee würde noch gehen. Benji, was macht ein Benji? Ein Banshee wird... Stalken, bis jemand tötet. Benji wird jeweils nur eine Person jagen. Benjis Fürsten aus Kurzwegen sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Ah. Aber ich würde sagen, dass... Ne, wollen wir das jetzt noch in dieser Folge lösen oder in der nächsten? Ich werde fürs in der ersten das lösen, weil... Ja. Ja, ne, weil... Achso, ja. Hantu würde noch gehen. Soll ich jetzt beenden, die Folge? Aber mit den niedrigen Temperaturen, das hatten wir doch nicht. Ach nee, wir hatten kein Thermometer. Komm, wir machen einfach einen Cliffhanger, was das für ein Geist ist, und machen das in der nächsten Folge. Ich würde dann die Folge beenden. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir schauen dann, welcher Geist es in der nächsten Folge ist. Dann auch auf jeden Fall schauen bei Hisky und Buggy Bird und Sandrobot. Was? Hisky. Hisky. Hisky, Husky. Buggy Bird, Husky, genau. Santobot, a.k.a. Anju. Beide, genau. Alle drei sind in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Cheerio. Ciao.